Rotation im Raum mit Eulerwinkeln und der Quaternion. Im ersten Teil reden wir darüber, was Rotation definitionsgemäß nach DIN 70.000 überhaupt heißt. Dann gehen wir zur Darstellung der Rotation mit Eulerwinkeln und der Rotationsmatrix. Und anschließend widmen wir uns noch der Quaternion. Okay. Die Drehung eines Körpers oder hier im speziellen Fall eines Fahrzeugs im Raum wird mit dem in der DIN 70.000 festgelegten Koordinatensystem folgendermaßen vollführt. Und zwar, das Koordinatensystem ist so definiert, dass die positive x-Achse in Fahrzeugrichtung zeigt, die positive y-Achse nach links und die positive z-Achse nach oben und die Drehung nach der sogenannten z-y-x-Konvention bedeutet, dass zuerst um die z-Achse gedreht wird, anschließend um die y-Achse und zuletzt um die x-Achse. Die Drehreihenfolge ist wichtig, deswegen gibt es auch verschiedene Konventionen. Es reicht nicht, drei Drehwinkel anzugeben, wenn nicht bekannt ist, nach welcher Konvention, also nach welcher Reihenfolge gedreht wurde, denn es entsteht dadurch eine unterschiedliche Endlage. Wir drehen also mit der in der Fahrzeugindustrie üblichen ZYX-Konvention und die Formelzeichen, die dafür üblicherweise gewählt werden, ist als Drehwinkel das Psi, das hier so aussieht wie so eine Gabel, um Y, das sogenannte Nicken, das ist positiv, wenn die Front vom Fahrzeug eintaucht, also nach unten geht, wenn man zum Beispiel bremst, geht das nach unten, das ist ein positives Nicken, das ist das sogenannte Theta und ein Rollen ist dann positiv, wenn die Beifahrerseite einsinkt in ein Schlagloch zum Beispiel, dann geht die Beifahrerseite nach unten, dann ist das ein positives Rollen und das ist ein sogenanntes Phi. Die Drehung des Fahrzeugs im Raum kann mit einer sogenannten Rotationsmatrix beschrieben werden oder berechnet werden. Diese wird folgendermaßen berechnet, die setzt sich aus drei Teilen zusammen, eben der Drehung um Z-Achse, der Drehung um Y-Achse und der Drehung um die X-Achse. Diese drei Teile werden zusammengesetzt, von rechts multipliziert, wie man hier auch sieht. Das sind die Implementierungen. Dieser Teil ist also dieser Teil. Dieser Teil ist dieser Teil und dieser Teil ist dieser Teil. Die Funktion RYPR gibt uns also diese Rotationsmatrix zurück. Das kann man auch noch ausmultiplizieren, dann wird das aber ein riesen Ungetüm. Deswegen habe ich das jetzt einfach so gelassen. Da ist es nämlich anschaulicher. Okay, nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Wir haben keinen Gierwinkel, wir nicken um 45 Grad und wanken auch nicht, übergeben diese Winkel an unsere Funktion und bekommen eine Rotationsmatrix R zurück. Die sieht so aus. Das ist jetzt nicht sehr anschaulich, deswegen werden wir das mal grafisch darstellen. Wir nehmen also einen Vektor 1, 0, 0. Das ist also die x-Achse, die bei 0, 0, 0 beginnt und in 1, 0, 0 geht. Das ist also genau hier diese x-Achse. Und diese x-Achse oder diesen Vektor g multiplizieren wir mit der Rotationsmatrix. Und es kommt der gedrehte Vektor raus mit einem x-Anteil von 0,707, keinem y-Anteil und einem negativen z-Anteil. Und wenn man sich das grafisch mal anschaut, dann sieht das genau so aus. Wir haben hier eine Draufsicht von oben 0, 0. Das ist der Vektor, der in die x-Richtung zeigt. Das ist eine Seitenansicht, die Seitenansicht vom Vektor, der in x-Richtung zeigt. Das ist eine 3D-Ansicht. Und wir sehen also hier, mit 45 Grad positiver Nickwinkel nach unten gedreht, ist unser rotierter Vektor. Die Drehreihenfolge ist, wie gesagt, gieren, nicken, wanken. Und das kann man auch schön sehen, wenn ich jetzt hier vorher um 90 Grad giere.
dann dreht sich zuerst dieser Vektor um 90 Grad. Laut Koordinatensystemdefinition ist positiv eine Linksdrehung. Das sieht man auch hier. Um 90 Grad eine Linksdrehung und anschließend in dieser Richtung um 45 Grad genickt, das heißt nach unten, sieht man hier nur, der Vektor ist verkürzt. Hier in der 3D-Darstellung sieht man es, wir haben so eine 90 Grad hier rüber gegangen und anschließend in der Richtung um 45 Grad nach unten. Ein Wanken gibt jetzt keine Änderung mehr, denn wir haben hier nur einen einzelnen Vektor und der dreht sich jetzt zwar, aber das sieht man nicht mehr in der Darstellung. Die Rücktransformation ist natürlich auch möglich. Dazu bildet man einfach die Transponierte der Rotationsmatrix, RT genannt, und wenn man die Transponierte mit dem gedrehten Vektor multipliziert, erhält man wieder den Ausgangsvektor, nämlich 1, 0, 0. Das ist genau das, was wir hier definiert hatten. Also hin und her transformieren und drehen funktioniert jetzt. Wir können hier jede beliebige Lage im Raum erreichen mit unseren Winkeln. Eigentlich müssten wir jetzt zufrieden sein und generell dürfte es da auch gar keine Diskussion mehr geben. Aber es gibt ja nun noch die Quaternionen. Und da ist halt die Frage, wieso macht man denn das, wenn hiermit alles perfekt wäre? Wenn man zum Beispiel auf 90 Grad nicken geht und dieser Vektor, der gedrehte, nach unten zeigt. Und jetzt möchte man zum Beispiel noch ein paar Grad gieren. Dann passiert hier erstmal gar nichts. Das Problem ist aber, Wanken ist die gleiche Bewegung. Das heißt, egal welchen Winkel man hier einstellt, ob man mit der Wankachse oder der Gierachse oder mit beiden oder mit keiner dreht, es ändert sich an dieser Konfiguration gar nichts. Und das geht mathematisch gar nicht. Das ist das sogenannte Problem des Gimbal Lock. Das kann man auch tatsächlich bei einem echten Kreisel beobachten, nämlich zum Beispiel, wenn ein Flugzeug senkrecht nach oben oder nach unten fliegt, dann wird sich ein echter Kreisel auch tatsächlich aufhängen, also er wird sich nicht mehr bewegen. Und was mathematisch hier passiert ist, wenn man diese Rotationsmatrix hier, wenn man das ausmultiplizieren würde, würde man bei einer bestimmten Konfiguration von diesen Winkeln auf einen Bruch kommen, wo man durch Null teilen muss, und das wären ja bekanntlich sehr, sehr große Werte, die dann nicht mehr zu verarbeiten sind durch einen Computer. Die Lösung des Problems ist, die Drehung mit der sogenannten Quaternion zu beschreiben. Und da muss man erstmal ganz locker bleiben. Das ist zwar, sieht erstmal völlig kompliziert aus und man denkt, oh Gott, wer hat sich das überlegt? Naja, das war der Hamilton, das ist ein Mathematiker. Das muss man jetzt wahrscheinlich auch gar nicht herleiten können. Was interessant ist oder was der eigentliche Knackpunkt ist, jeder kennt aus der Schule ja noch die imaginären Zahlen. Da wurde also der Zahlenstrahl entlang dessen ja die realen Zahlen verlaufen, einfach durch eine Ebene nach hinten erweitert, der sogenannte Imaginärteil. Und eine komplexe Zahl hat aus einem Realteil und einem Imaginärteil, durch das I meistens oder J gekennzeichnet, bestanden. Und man hat sich gefreut, denn man konnte jetzt noch mit einem Imaginärteil rumrechnen. Das war in der Schule eigentlich, man hat nicht so richtig gewusst, weshalb. Naja, jetzt bei der Drehung, da wird das dann mal konkret. Das Ding ist hier einfach, dass es ein Realteil und drei Imaginärteile gibt. Man hat jetzt also I, J und K mit jeweils den Anteilen B, C und D.
und einen realen Anteil a. Und a mal 1, da wird die 1 weggelassen. Also man hat a plus bi plus cj plus dk. Das ist einfach definiert. Man hat also vier Parameter und eine komplexe Linearkombination und kann damit jetzt eine Drehung im dreidimensionalen Raum beschreiben. Und die Idee dahinter ist einfach folgende. Man nutzt die Teile b, c und d, um diesen hier in schwarz dargestellten Vektor zu definieren. Der beginnt einfach bei 0, 0 und zeigt in die Richtung, wo b, c und d hinzeigen. Also sagen wir b, 0, c, 0, d, 1, dann ist das genau die z-Achse. Die Berechnung sieht so aus, der x-Teil ist einfach b durch Sinus, Winkel halbe und der Winkel wird berechnet über den Wert des Realteils. Muss man nicht verstehen, wieso, warum, weshalb. Wichtig ist, es ist so, wir nehmen einfach den Realteil, also das a in dem Fall von hier, rechnen zweimal a cos cosinus von dem Wert, das ist unser Winkel, um den wir drehen, um diese Achse, und den brauchen wir dann, um den x-Wert, den y-Wert und den z-Wert dieses Vektors zu berechnen. Und die Drehung in Quaternionen besagt nun einfach, dass unser Vektor um diesen aus den Quaternionen definierten Vektor gespiegelt wird und dann noch um den Winkel w gedreht. Und es sind noch ein paar, oder die Implementierung von diesen Gleichungen ist einfach nur das. Das ist also das Gleiche. Es sind noch ein paar mathematische Feinheiten notwendig. Zum Beispiel muss die Quaternion auf die Einheitsquaternion, also der Länge 1, normiert werden, damit man damit eine Rotation machen kann. Das ist einfach nur der Teil. Man kann die Rotationsmatrix, die wir von den Euler-Winkeln kennen, kann man natürlich auch aus den Quaternionen berechnen. Das sieht dann einfach so aus. Die Implementierung ist diese. Und man kann natürlich auch die Euler-Winkel direkt berechnen, falls die benötigt sind. Die Formeln sind diese. Und die Implementierung ist diese. Okay, die Visualisierung davon ist einfach folgende. Die Quaternion besteht nun aus dem Teil A, B, C, D. Teil A ist der Realteil, der besagt die Drehung, also der Winkel um die Achse oder um den Vektor, der mit B, C, D definiert wird. Ich habe jetzt den Anteil von B auf 1 gesetzt, das heißt, der Rotationsvektor beginnt bei 0, 0 und zeigt in die Richtung 1, genau dahin, wo auch unser Vektor G zeigt. Wenn man jetzt den Teil C der Quaternion, welcher für Y zuständig ist, auch auf 1 erhöht, dann sieht man in der Draufsicht ein Teil in X-Richtung und ein Teil in Y-Richtung. Das steht genau hier, ein Teil in X-Richtung, ein Teil in Y-Richtung. Es entsteht also dieser graue Vektor hier und unser Vektor, den wir hier in X-Richtung definiert haben, wird jetzt einfach um diesen Vektor gedreht oder gespiegelt und zeigt nun genau 90 Grad, oder Gierwinkel von 90 Grad zeigt also genau nach links. Die Berechnung von Gieren, Nicken und Wanken kommt aus diesen Zusammenhängen und die Rotationsmatrix, welche hier unten zu sehen ist, kommt aus diesen Zusammenhängen. Und natürlich kann man jetzt hier rumspielen und sich hier jede beliebige Kombination darstellen lassen. Wir haben jetzt also eine überlagerte Drehung, eine komplizierte Drehung aus 65 Grad positive Richtung gegiert, das ist also nach hier, dann nochmal um 29 Grad nach unten genickt und um 58 Grad gewankt. Das sieht man jetzt aber nicht, weil der Vektor hier, wie gesagt, nur ein Strich ist. Und wenn wir diese 65, 29, 58 hier oben einsetzen,
65, 29, 58. Dann muss exakt die gleiche Drehung rauskommen. 65, 29 und das Wanken ist wie gesagt egal, denn es ist ja nur der Strich. Und wie wir sehen, entspricht diese Drehung exakt dieser Drehung. Wir haben jetzt also die dreidimensionale Drehung oder Rotation im Raum mit Eulerwinkeln und Rotationsmatrix und auch noch der Quaternion beschrieben. Und ich finde, solche Biester, wie es erscheint, sind die Quaternionen gar nicht. Wenn man das System dahinter einmal verstanden hat, sind die eigentlich ganz zugänglich und erleichtern bei der numerischen Berechnung mit dem Computer und so weiter die Rotation ungemein.